Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu MyTeam. Heute geht's auf zum Grand Prix der USA nach Austin. In der letzten Folge hatten wir hier ja den Sprintteil des Wochenendes schon. Falls ihr das verpasst habt, checkt es gerne nicht aus. Spart euch die Lebenszeit, es war scheiße. Und ich hoffe, dass es auf jeden Fall im Hauptteil des Wochenendes jetzt besser läuft. Angefangen schon mit dem Qualifying. Bin ein bisschen optimistisch, dass es besser werden kann. Aber es hat sich schon so rausgestellt beim letzten Mal, dass das hier eine schwierige Strecke für uns ist. Zudem, für alle, die das vielleicht verpasst haben, Haas und Williams extrem stark mittlerweile und die performen auch auf der Strecke tatsächlich ordentlich. Also kann es heute passieren, dass unsere Platz 8 Hoffnung in der Konstrukteurs-WM so halb beerdigt wird. Also natürlich noch nicht rechnerisch, das ist nicht möglich, aber ich meine, wir strugglen hier, um einen Punkt zu holen, ne? Wenn Haas sich da jetzt noch weiter absetzen kann, wenn Williams uns vielleicht sogar überholt, was nicht undenkbar ist bei deren Leistung, ja, dann ist es halt irgendwann einfach mal nicht mehr möglich, weil wir einfach scheiße sind. Also, ich hoffe, das passiert heute nicht. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir mitnehmen könnten aus diesem Wochenende. Immer noch nur einen Punkt hinter Haas zu sein vor Williams. Das wäre okay, aber vielleicht ist die Performance jetzt auch total viel besser und wir können irgendwie selber mitfighten in diesem Bereich der Top 10. Das wäre natürlich auch geil. Let's go! Boah, das fühlt sich hier mal ganz komisch an, ein Qualifying auf einer Strecke zu spielen, auf der man gerade das Rennen gemacht hat oder ein Rennen. Sehr seltsam, aber dafür sind wir natürlich jetzt schon total warm gefahren und legen ja hoffentlich direkt zu Beginn eine ordentliche Zeit hin. So die üblichen Verdächtigen zu schlagen, so Behrman, Joe Sargent, das ist schon das Ziel zumindest mal, da würde ich mich drüber freuen. Aktuell sind wir aber sogar noch hinter Joe. Und das nicht zu knapp, halbe Sekunde weg von Guan Yu, 6 Zehntel weg von Sargent. Boah, das ist hier ein scheiß Wochenende bis hierhin, Wahnsinn. Wahnsinn, bin gespannt, was Olli gleich hinlegt. 25,3, aber bei ihm im ersten Sektor. Also der scheint ein bisschen langsamer zu sein. Trotzdem spricht das gerade für nichts Tolles gleich. Irgendwie nochmal 3 Zehntelchen erkämpft. Wir sind sogar hinter Olli gewesen, wollte ich sagen. Aber nicht nur gewesen, wir sind es immer noch. Jetzt bin ich so ein bisschen ratlos, weil das ist schon echt ordentlich. Also das sind keine schlechten Runden, die wir hier fahren. Es ist einfach keine Pace da. Es ist keine Pace da. Ich schätze mal, es wird knapp sein. Wir sind jetzt so ungefähr 3 Zehntel nur noch hinter Bottas. Also da sind jetzt alle nah vor uns. Aber wir sind halt trotzdem die langsamsten. Nochmal so 3 Zehntelchen, zumindest Olli, oder? Ja, und noch jemanden sogar, Platz 20 immerhin. Ja, das ist klar. Also was man hier aber für einen 20. Platz leisten muss, das ist wirklich der Wahnsinn. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal in dieser Saison. Meistens an diesen schwierigeren Wochenenden. Da haue ich eine Runde raus, denke mir, boah, super, fehlerfrei. Mehr oder weniger alles rausgeholt. Und ich meine, das haben wir offensichtlich. Aber dann ist es halt so ein 19., 20. Platz. Das ist wirklich krass in dieser Saison. Überhaupt nicht leicht. Aber am Ende, ja, keine Blamage. So wären es auf Platz 22 gewesen, würde ich behaupten. Aber so, ja, halt einfach okay. Ne? Man könnte sogar sagen, sehr, sehr gut. Wir sind ja 2,5 Zehntel vor unserem Teammate. Ja, aber wir sind halt auch eine halbe Sekunde weg von Q2. Hülkenberg erwischt es hier. Das sehr gut. Magnussen aber stark. Albon, ja.
Ich habe da kein gutes Gefühl. Ich glaube, da muss schon was schief gehen, damit weder Haas noch Williams hier irgendwie Punkte holen. Also vor allem die beiden Jungs hier, die sind natürlich auch super dabei. Das sieht nicht gut aus für uns. Ab geht's hier beim Grand Prix der USA. Startplatz 19 sogar durch eine Gridstrafe für, ich glaube, Tsunoda ist es da hinten. Aber das ist eher weniger geil, weil uns das die Innenseite verwehrt hat hier für Kurve 1. Dann machen wir es halt wie im Sprint außen. Auch das kann funktionieren, weil die da innen alle schlafen. Boah, sehr, sehr schöner, mutiger Start. Außenrum vorbei an, übertrieben gesagt, allen vor auf die 13. Wow, das war mega. Das war richtig cool und auch richtig satisfying. Ich meine, öfters mal macht man viele Positionen am Start gut. Aber wenn das dann so auf der Innenseite ist, einfach mit so einer Dive-Bomb, ist es bei weitem nicht so spektakulär wie das jetzt. Das war super. Einer der Starts der Saison auf jeden Fall. Vor Magnussen zwischenzeitlich sogar unter anderem. Gegen Ocon probieren wir es hier jetzt auch. Müssen einfach mutig sein in diesen Anfangsrunden. Spricht nicht viel dafür, dass wir besonders konkurrenzfähig sein werden in diesem Grand Prix. Somit einfach die Phase, in der wir halbwegs fighten können, ausnutzen. Wahnsinn, vor auf die 12. Und wenn wir jetzt nur irgendwie die Pace hätten, um hier zu bleiben, dann wäre alles so schön. Aber ich fürchte, dass das schwierig wird. Gasly, probiert der was gegen Albon oder wie? Nee, der verteidigt einfach nur stark. Okay, aber das ist natürlich ein Traumstart, ne? Also besser hätte es nicht laufen können. Und jetzt hängt eh einfach alles davon ab, wie schnell wir sind. Wenn wir hier jetzt mithalten können, geil, dann hat sich der Start umso mehr gelohnt. Und wenn nicht, dann war es trotzdem ein super Start. Und dann müssen wir halt jetzt eher nach hinten schauen. Und es spricht leider einiges für Zweiteres. Wir waren jetzt schon fast raus aus dem Sekundenfenster von Gasly. Ja, also warum zur Hölle sollten wir hier jetzt mithalten können? Es gibt keinen Grund. Es gibt wirklich keinen einzigen Grund an diesem gesamten Wochenende nicht. Von daher, Fokus nach hinten. Das wird eh super schwer hier zu verteidigen. Und das ist eine dieser Strecken. Hier versteckst du dich nicht. Auf dieser langen Gerade, auf Start und Ziel, wenn man da zu langsam ist, dann wird man angegriffen. Selbst von dieser Drecks-KI hier. Aber trotzdem natürlich versuchen, so lange wie möglich davor zu bleiben, eher es irgendwie halbwegs sinnvoll einzuteilen, sodass wir dann immer genug haben an den wichtigen Stellen. Und dann kann es vielleicht eine Weile lang gut gehen gegen Esteban. Und vor allem hier kann man natürlich super was sparen. Hier braucht man das eh nicht in diesem langsamen Bereich. Das müssen wir wahrscheinlich auch in jeder Runde so machen. Und dann, ja, wer weiß. Dann können wir vielleicht den letzten Platz, auf den hier wahrscheinlich einiges hinausläuft, irgendwie rauszögern. Ich will jetzt nicht zu negativ sein natürlich, aber wenn man sieht, wie der Sprint lief, das Qualifying, wie es sich da jetzt hinter uns staut schon wieder. Also schnell sind wir auf jeden Fall nicht. Esteban kommt jetzt an, wir verteidigen hier jede Position, als würde es um einen Sieg gehen. Also so gut wie möglich, ich möchte hier keinen irgendwie durchwinken. Vielleicht lohnt sich das nämlich am Ende. Jetzt geht sogar tatsächlich so eine kleine Lücke auf in dem Grüppchen hinter uns, also eventuell sind wir doch gar nicht mal so kacke. Olli kann da nicht super mithalten. Joe hinten. Und dann war es, glaube ich, der Williams von wahrscheinlich. Also klar, muss ja Sargent sein, der vor sich so eine Mini-Lücke hatte zumindest. Also das ist okay. Das ist nicht so, dass die alle sehr viel schneller können. Da kommt jetzt Ocon wieder an. Probiert es innen. Kann er das spät genug bremsen? Ah, kann er. Lässt uns hier dann wenig Platz. Aber wir haben trotzdem die Innenseite für diesen Teil hier. Und setzen uns erneut durch gegen Esteban. Oh, das ist hier sehr, sehr leidenschaftlich verteidigt. Ich versuche da echt alles reinzuwerfen. Aber wir sind erst in Runde 3. Und das fühlt sich schon so an, als würden wir das bereits seit 10 Runden machen gegen den. Weil der einfach so klar überlegen ist. Das wirklich an jeder möglichen Stelle, statt Ziel und die lange Gerade, da haben wir gar keine Ruhe. Aber, muss auch sagen, er macht es nicht besonders gut, nicht besonders konsequent, ne? Irgendwie ist es nämlich machbar, da vorzubleiben. Und das sollte es nicht sein mit dieser Pace. Ich glaube echt, solange wir es vernünftig machen mit diesem verdammten ERS, was ja meine große, große Stärke ist, dann haben wir eine Chance. Dann ist er nämlich nicht schnell genug auf den Geraden in seinem Alpin. Zwar bei Weitem, ich guck dir das mal an, der wird jetzt sogar angegriffen von Magnussen, der hier die Schnauze voll hat von Esteban. Na gut, ist mir auch recht, verschafft uns mal so ein bisschen Luft, aber er soll natürlich mal Ocon davor bleiben. Aber gegen Magnussen wird es jetzt nämlich sogar so ein bisschen persönlich. Also da geht es jetzt nicht nur darum, einfach so aus mehr oder weniger aus Spaß ein bisschen zu verteidigen, sondern da geht es dann wirklich um diesen Konstrukteursrang auch. Auch wenn es gut aussieht, dass zumindest Haas hier leer ausgeht, aber Williams dafür, ich glaube, da wird's was. Obwohl, Albon jetzt auch nur noch 11. weil Gasly da vorbei ist. Also das ist auch gar nicht so verkehrt. Vielleicht kommen wir hier echt mit einem fetten blauen Auge davon und die holen beide keine Punkte. Also ich meine, klar, garantiert ist das auch für die nicht, hier Punkte zu holen. Ne? Super gut sind die Autos nicht, aber
halt schon deutlich, deutlich stärker als unseres, sodass wir uns da nicht wirklich wehren können. Außer jetzt gegen K-Max so ein bisschen. Ja, wir machen das okay. Wir machen das okay. Jetzt sind so ein paar Runden vergangen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir das auch wirklich über längere Zeit halten können auf diesem 12. Platz. Das ist nicht allzu beängstigend, was da von hinten kommt. Wir müssen wach sein, wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Aber dann kann das wirklich funktionieren. Und dann, wenn man das mal weiter spinnen möchte, lass da vorne irgendwie zwei ausscheiden. Und wir stehen hier da wie die Kings natürlich. Aber bis dahin ist es noch ganz, ganz weit. Ja, aber trotzdem, ich will nur sagen, das muss nicht sinnlos sein, hier Zwölfter zu sein. Das kann belohnt werden, eventuell. Ich meine, wenn da vorne wirklich zwei ausscheiden und wir sind nicht Zwölfter, bringt halt nichts. Also da muss man sich halt schon einfach die maximale Chance geben und so gut unterwegs sein wie möglich. Das ist aktuell auf jeden Fall möglich, hier zu sein. Wir sind deutlich schneller als im Sprint aber auch. Das muss man schon sagen. Dort wurden wir ja so aufgefressen, auch von den ganzen absoluten Backmarkern. Das ist hier schon eine deutliche Steigerung. Also ich meine, klar ist die KI auch grottenschlecht, was Überholen angeht, ne? Aber das waren sie im Sprint auch. Ich meine, das ist ja ein und dasselbe. Also es spricht schon auch dafür, dass wir deutlich besser unterwegs sind. Es ist auch echt jetzt mittlerweile sogar problemlos möglich, vor K-Mac zu bleiben. Also wir müssen ja nicht mal mehr verteidigen. Das war am Anfang gegen Ocon der Fall. Das war so die härteste Phase. Aber seitdem reicht es einfach, ein bisschen EAS einzusetzen und dann ist das easy. Oh, jetzt ist mal ein bisschen knapper. Aber auch das scheint mir nicht zu dramatisch zu sein, oder? Trotzdem die heikelste Situation, die wir seit Runden hatten. In dieser ersten Kurve außen ist schwierig. Oh, das macht Magnus aber gut. Hält auch hier noch rein. Oh, das könnte es jetzt gewesen sein. Ah, das wollte er jetzt wissen. Aber wir halten da dagegen. Weil es Magnus ist, halten wir da dagegen. Und das wird belohnt, oder? Ja! Come on, Mann, wir fighten hier richtig gut, finde ich. Mit absolut, also mehr als nur stumpfen Waffen. Beziehungsweise weniger als stumpfen Waffen. Aber es funktioniert. Irgendwie. Oh, und es klopft da hinten der Ocon wieder an bei Magnussen. Das kommt auch noch dazu, hilft uns ebenfalls. Und Esteban ist, glaube ich, fast wieder durch. Auf jeden Fall duellieren die sich hier so ein bisschen. Geil, geil. Oh, das läuft so viel besser, als ich dachte. So unfassbar viel. Wir sind super scheiße immer noch. Wir sind 14 Sekunden hinter Albon, aber 12. halt. Jetzt kommt da wieder Magnussen an gegen Esteban. Also die beiden beschäftigen sich eher untereinander als hier mit uns. Das ist mir aber ganz recht. Oh, jetzt kommt das aber wieder. Ah! Was wir im Sprint schon hatten. Was ist das für eine dumme Scheiße? Wer macht dieses Handling? Das kann... Was ist das? Oh! Ocon. Das war ganz, ganz knapp. Wenn es da nicht sogar eine kleine Berührung gab. Weiß nicht, was der da gemacht hat. Also der kommt ganz gut rangeschossen hier auf Start und Ziel. Dann fahren wir halt so minimal Kampflinie, mehr oder weniger. Ja, und dann? Ah, weiß nicht. Dann bremst er und beschleunigt nochmal. Na klar, wer kennt's nicht? Runde 11, ab geht's jetzt an die Box für einen Satz der harten Reifen. Eine Runde früher als geplant. Ist gar nicht mal so aus Undercut-Gedanken oder so, das bringt eh nichts. Wir sind 20 Sekunden hinter den Autos vor uns. Also, auch wenn wir eine Sekunde mal auf Ocon gut machen, der ist da sofort eh wieder dran. Vor allem möchte ich aber, falls ein schlechter Stop passiert, eine Runde Zeit haben, um das noch irgendwie retten zu können. Aber ich hoffe, das passiert gar nicht, ihr Idioten. Ne, passiert tatsächlich nicht. Oh wow, 2,4 Sekunden, na okay. Dann ist das jetzt natürlich auch gar nicht mal schlecht. Dann sollten wir eigentlich so recht easy vor allen anderen bleiben können. Entgehen auch hier völlig dem Risiko, irgendwie aufgehalten zu werden oder so. Also ich denke, das ist nicht verkehrt. Hoffe nur, dass die Pace jetzt schnell genug ist und dass die uns nicht in freier Fahrt hier völlig abziehen. Oh, die fahren sogar noch eine Runde länger. Okay, also ich bilde mir ein, dass bei uns Runde 12 geplant war. Aber das ist ja auch nicht verkehrt. Wir sind auf jeden Fall nämlich schneller. Holen ein bisschen was auf. Und das fühlt sich jetzt auch wirklich super an mit diesen harten Reifen. Der Verschleiß hier ja extrem. Das haben wir im Sprint festgestellt auf diesen Softs. Und den Mediums war das auch nicht ohne, aber jetzt auch nicht so problematisch. Trotzdem, frische Reifen sind eine Menge wert. Oh, gelb. Oh, wenn jetzt ein Safety Car kommt, dann kotze ich im Strahl. Bitte nicht. So, irgendwo in der Spitzengruppe. Ich glaube, ein Dreher da in Kurve 1. Fahr bitte einfach. Das wird hier George Russell gewesen sein, der das Ding auch anführt, weil einige schon gestoppt haben. Dann ist das so ein typischer KI-Dreher. Aber bitte, komm nicht auf dumme Gedanken spielen. Tu mir das nicht an. Fahr, Russell! Bevor da diese Riesengruppe kommt. Mein Gott, hat der lang gebraucht, um da rauszukommen. Hilfe. Da sind jetzt einige drin. Ist der Haas, Magnus? Ja, Magnus und Ocon. Das ist genau die Gruppe, die für uns relevant ist. Ja, die müssten wir problemlos haben, oder? Dafür war die Pace gut genug. Ah, ist jetzt nicht super deutlich, aber wir sind auf jeden Fall davor. Und somit geht es jetzt eigentlich genauso weiter wie vorhin im ersten Stint. Aber ich bin da guter Dinge. Ich meine, wir haben es jetzt 14 Runden lang geschafft, die hinter uns zu halten. Warum nicht nochmal 14? Dann noch zwei DNFs vor uns? Und dann ist alles super. Ja, ist ja ganz easy.
kommt natürlich sofort wieder direkt dran. Davon war auszugehen. Das stoppen jetzt ein paar weitere. Noch Stroll. Oh, der war schnell in seinem Ästen offensichtlich. Und overcuttet uns hier fast. Oh, wow. Aber wenn Russell jetzt direkt vor uns ist nach seinem Dreher. Oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Habe auch nicht gemerkt, dass Stroll hinter uns ist in diesem starken Ästen. Aber irgendwie gelingt es ja davor zu bleiben. Also alles cool. Oh, und gelb. Ah, leider dahinter. Ach, Mann. Warum? Warum denn, Spiel? Das ist, glaube ich, Logan, der sein Auto abstellt da hinten. Ah, gut. Ist egal. Ist egal. Der hätte hier eh keine Punkte geholt oder irgendwas. Das spielt gar keine Rolle für uns. Oh, nein. Oh, naja. Fehler. Mann! Da mache ich einen kleinen Fehler mit kein ERS hier auf die lange Gerade fahren. Das ist ja eine super tolle Idee. Oh Gott, jetzt geht's zu dritt nebeneinander in diese enge Kurvechen. Natürlich werden wir berührt. Anders kann man mit dieser KI ja nicht fighten, das ist klar. Aber wir bleiben nach wie vor irgendwie vorne. Das ist zum Kotzen. Man kann kein gutes Racing gegen diese KI haben. Guck mal, wo der hinlenkt. Der hat zwei Autos neben sich. 3 Kilometer Platz auf der rechten Seite. Und der lenkt so in die Kurve rein, als wäre da keiner, Mann. Das ist so schlecht. Also sobald es irgendwie 3 wide mit denen in eine Kurve geht, kannst du davon ausgehen, dass man kollidiert, weil die für den Arsch sind. Es ist zum Kotzen. Es ist wirklich so aggressiv, dieses Scheißspiel in jeder Folge aufs Neue, das gibt's gar nicht. Stroll jetzt, den habe ich natürlich ungern hier hinter uns. Also, da habe ich mich mit so einem Alpine im Nacken oder einem Haas ein bisschen wohler gefühlt. Aber es ist halt auch nur Stroll, gegen den wir jetzt auch nicht so nett sind da außen. Come on, 12 Runden noch, wow, das wird hart. Aber auch gegen Lance geht das gut auf den Geraden. ERS gut einteilen und dann passt das. Dann haben wir keine Riesenprobleme. Wenn Angriffe kommen, dann sind das welche, die wir bislang verteidigen konnten. Also ich denke wirklich mittlerweile, dass wir diesen 12. Platz auf jeden Fall ins Ziel bringen können. Klar, wir müssen es gut machen, da wird noch was kommen von denen. Aber es ist schaffbar. Bringt halt aber leider wenig, wenn da vorne nichts mehr passiert. Oh, jetzt passiert aber was. Oh wow, was ein Timing, das ist sogar Albon. Das ist Albon, der sich vielleicht gedreht hat oder so. Na, danach sieht's aus, der hält Russell auch noch ein bisschen auf. Hier kommt jetzt Stroll an. Kurze Wiederholung von Alex, aber ich glaube, das ist klar. Genau, es war halt einfach so ein Dreher. Dann müssen wir gleich den Angriff von Stroll irgendwie abwehren. Das wird gar nicht so easy. Ah, kostet ein bisschen Zeit, aber die sind so weit vor uns. Das bringt leider nichts. Aber der hat Punkte weggeschmissen. Der war, glaube ich, 10. Also das ist, ja, das ist lustig. Hier kommt jetzt Lance außen für diese Kurve, ist er. Einfach den Verstappen machen. Schön hier innen und dann außen. Wenig Platz lassen. Gut, der war jetzt nicht mal unbedingt neben uns. Sehr, sehr gut. Also das ist das, was ich meine. Wenn da mal was kommt, dann ist es auf jeden Fall gut zu verteidigen. Oh, jetzt probiert das außen hier in Kurve 1. Oh, die KI ist super stark hier auf der Bremse. Die kann das so spät. Oh, bremsen. Jetzt bleibt er daneben. Oh, das ist jetzt die Magnussen-Situation, wie wir sie vorhin schon hatten. Aber da haben wir es ja ganz gut meistern können. Und hier jetzt ebenfalls. Oh, das sind ein paar schöne Radanhard-Duelle teilweise. Es ist ganz hart am Limit verteidigt. Aber wie wir das so lange hier schaffen. Es ist natürlich, bevor ihr mir das schreibt, allen voran ein Armutszeugnis an diese KI. Aber das kennen wir jetzt mittlerweile, glaube ich, alle. Aber es ist auch stark verteidigt, finde ich. Wir machen das gut meistens mit dem ERS. Wenn die mal ankommen, dann sind wir immer gut positioniert. Das muss man auch erstmal machen, weil die greifen hier schon an teilweise heute. Also das ist nicht so das Singapur-Ding oder das Ungarn-Phänomen, dass die einfach nur hinterherfahren. Das ist bei weitem nicht der Fall. Da kommt eigentlich in jeder zweiten Runde irgendwas, was echt nicht easy zu verteidigen ist. Also was heißt nicht easy? Schon machbar, aber man muss sich schon immer gut positionieren. Wenn man da nicht ab und zu mal innen verteidigt oder außen dicht macht oder was weiß ich was, dann wird man auch überholt. Dann könnten wir hier schon deutlich weiter hinten unterwegs sein. Jetzt macht er das wieder hier. Aber ich traue es mich nicht, da so ganz außen hinzugehen, weil ich Angst habe, dass er dann innen reinbombt. Weil die Strecke da auch so breit ist an dieser Stelle. Oh, schlechter Zeitpunkt, um zu gähnen. Hilfe! Warum kann der sich da zeigen? Ich weiß es nicht, das war aber stark gemacht von Stroll. Vielleicht nicht optimal erwischt, diese vorletzte Kurve. Aber trotzdem, wie er das dann nutzt, ist schon der Wahnsinn. Aber die Strecke hier so breit, das können wir jetzt vielleicht für uns nutzen. Oh, es wird da ganz eng am Scheitelpunkt. Oh, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Jetzt wurden wir mal so ein bisschen überrascht. Das ist halt etwas, was man viel, viel, viel zu selten sieht von der KI. Dass die einfach mal an einer unerwarteten Stelle ankommen. Das war halt super von Stroll. Wahnsinn, ich habe da gar nicht mitgerechnet. Ich hatte das halt so im Kopf, entweder Kurve 1 oder auf der langen Gerade. Das waren ja die einzigen Stellen, an denen es bisher 20 Runden lang knapp war. Gut gemacht. Und jetzt kommt doch direkt Magnussen bedrohlich nah ran. Ah, jetzt wird es so ein bisschen trickier.
Jetzt ist nochmal Konzentration gefragt für diese letzten paar Runden hier. Das wird wieder das, was wir vorhin schon erlebt haben gegen Kevin, oder? Oder ziehen wir ihn schon hier vor den Esses ab? Das wäre mir deutlich lieber und das passiert auch, okay. Aber jetzt wird's hart. Das werden lange, lange 7 Runden. Oh, jetzt K-Mac wieder. Das ist echt nicht ohne jetzt. Das ist jetzt so die erste Phase seit den ersten Runden, würde ich sagen, in der wir so richtig unter Druck stehen. Wirklich ernsthaft, in jeder Runde fast. Aber immer noch gut machbar, da davor zu bleiben. Come on. Oh, jetzt wieder der Fehler. ERS, Mann, ich Idiot, ey. ERS wieder nicht auf Mittel gestellt hier vor der langen Gerade und das ist ein Problem. Aber der Topspeed, obwohl er da jetzt DRS hatte natürlich in der Situation, macht er wirklich gar nichts. Hat man gerade gut gesehen. Aber langsam kriege ich natürlich so den Gedanken, dass das hier eh alles umsonst ist, was wir machen, ne? Ich meine, die meiste Zeit des Rennens war das immer irgendwie mit der Hoffnung im Hinterkopf, dass vorne doch was schief geht, dass wir irgendwie random noch in die Top 10 vorkommen. Aber jetzt, spätestens seit Stroll vorbei ist, ist eigentlich klar, dass das hier nichts wird. Aber trotzdem weiter fighten und einfach so weit vorne wie möglich ins Ziel kommen. Immerhin kommen wir mit einem blauen Auge davon, weil Albon diesen Punkt davor hinweggeschmissen hat, ne? Und Haas holt logischerweise auch keine. Also dahingehend ist nichts passiert. Ja, jetzt werde ich so ein bisschen nachlässig. Mann, nicht gut ERS gespart. Ah, das macht sich direkt bemerkbar. Da kommt Magnussen an. Ah, das ist jetzt auch noch scheiße angebremst. Ah, gut. Ist eh durch jetzt, ne, leider. Ah, das war halt auch, also das ist ein unfassbar anstrengendes Rennen, so mental. Wenn man die ganze Zeit nahezu perfekt sein muss, weil wir so fucking langsam sind. Ich meine, Stroll ist jetzt mittlerweile schon 12 Sekunden weg. Wann ist der vorbeigekommen? Vor gefühlt 3 Runden oder so. Also, das ist wirklich, ja, gar keine Pace hier eigentlich gewesen. Dahingehend gar nicht so viel besser als der Sprint. Aber wir haben es echt lange wirklich gut aussehen lassen durch dieses Verteidigen. Also dahingehend super Rennen, finde ich, trotz ganz schwacher Performance. Oh, es kommt ja auch Ocon an. Ah, muss ich aber ehrlich gestehen, jetzt ist es mir langsam so ein bisschen egal. Ich meine, das Ergebnis dieses Rennens hier würde keinerlei Auswirkungen haben auf die WM. Aber trotzdem, komm, noch seriös hier irgendwie zu Ende bringen. Ich find's wirklich erstaunlich, dass wir hier so eine gute Position so lange inne hatten. Mit einem schlechten Start, wenn wir da einfach so auf unserem, was, 20. Platz oder was auch immer es war, geblieben wären, dann wird das hier voll das Desaster rennen. Dann sind wir die ganze Zeit nur hinten unterwegs. Aber irgendwie durch diesen super Start hatten wir dann so lange ansatzweise eine Hoffnung auf Punkte. Das ist viel, viel mehr, als sich diese Performance hier heute verdient hat, wirklich. Also das Auto, das war wirklich nicht schnell. Wir sind unglaublich schlecht. Oh, Ocon! Schon wieder das, was wir vorhin gesehen haben von dem. Was macht der denn da? Da gab es jetzt sogar eine leichte Berührung diesmal. Ich hoffe, du hast Frontflügelschaden dafür. Das ist das zweite Mal, dass der uns da im Anbremsen hinten reinkracht. Also vielleicht was ein bisschen vorsichtig von uns angebremst, ja, aber das ist halt ja, eigentlich auch nicht mal. Ich meine, wir treffen die Kurve echt vernünftig. Der bremst, gibt Gas und bremst dann wieder, nachdem er uns getroffen hat. Ja, super. Letzte richtige Chance noch für Ocon, um hier irgendwas anzustellen. Norris ist bereits im Ziel, gewinnt dieses Rennen hier. Und Esteban kommt nicht nah genug ran. Anbremsen hier jetzt nicht verkacken und dann wird es wohl Platz 14. Ein super Ergebnis im Endeffekt, der Pace entsprechend. Das ist wirklich viel, viel schlechter gewesen eigentlich, als es das Ergebnis am Ende darstellt. Also ich bin froh, dass wir dieses Wochenende irgendwie nochmal vernünftig gestaltet haben, dass wir hier am Ende ohne große Schaden davonkommen, weil weder Haas noch Williams Punkte holen. Das ist echt in Ordnung. Dann geht's, glaube ich, beim nächsten Mal nach Mexiko, wenn ich mich nicht irre. Oder ist es erst Katar? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's irgendwann demnächst nach Mexiko. Das ist meine nächste große Hoffnung, um irgendwie was Zählbares mitzunehmen. Das stelle ich so in eine Stufe mal mit Monza, mit Spa oder so, wo es ja teilweise auch wirklich, wirklich knapp war. Hier leider absolut nicht schnell genug heute. Puh, was ein Glück, dass Albon diesen Punkt da weggehauen hat. Das hätte nämlich wehgetan. Dann wäre Williams gleichgezogen. Und dann würde es so langsam sehr, sehr eng aussehen. Aber das ist alles nicht passiert. Von daher nichts entschieden. Die WM vorne übrigens ist richtig spannend. Verstappen, Norris und Leclerc da alle voll im Fight. Sainz auch nicht so weit weg. Also fast wie im Real Life eigentlich. Ziemlich umkämpft. Wenn halt Verstappen nicht am Anfang so dominant gewesen wäre. Das war hier nicht der Fall. Und dann sieht man mal, wie das da aussehen kann. Wirklich geil. Konstrukteurs-WM, ja. Nichts passiert. Alles beim Alten. Wir fighten nach wie vor. Das war's jetzt auf jeden Fall von dieser Folge. Lasst gerne einen Daumen hoch, damit es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Im besten Fall mit einer etwas besseren Pace und mit einer Chance, irgendwie was mitzunehmen. Bis dann.